Auch wenn unser Fußballnationalteam derzeit offensichtlich nicht in allerbester Form ist, so haben wir, meine ich, dennoch allen Grund, auf uns selbst stolz zu sein. Weil beispielsweise zwei der angesagtesten Bars in New York City sind fest in österreichischer Hand. Warum? Der Besitzer kommt aus der Steiermark. Österreicher sind in der Gastronomie auf der ganzen Welt bekannt und begehrt. Aber dass zwei der angesagtesten Cocktailbars New Yorks einem Österreicher gehören, würde man wohl kaum vermuten. Dabei war Albert Rummer, als er nach New York kam, gar nicht sicher, ob er hier auch bleiben wird. Also ich bin hier vor 10 Jahren nach New York gekommen. Mein erster, also Ride off the Boat oder mein erstes Landing war hier in Tribeca, ein paar Blocks runden. Und habe versucht, meine Kreativität in der Cocktailwelt auch in New York unterzubringen und hatte sehr viel Support von der lokalen Presse wie der New York Times, die empfunden haben, dass ich Cocktails kreiere, wie es eben ein Chef in der Küche macht. Als der Steirer dann seine Apotheke in Chinatown eröffnete, gab es nicht einmal ein Türschild, aber viele Ideen für neue Cocktailkreationen und eine sichere Hand für Inszenierung. Sein Credo? Also ich mache meine Drinks wie ein Apotheker, so lag es auf der Hand, dass ich mein erstes Konzept Apotheke nenne. Die Apotheke hat sich sofort in New York und in den Local New Yorkern zu dem Erfolgskonzept entwickelt. Unter anderem hatten wir Gäste wie Robert De Niro, wie Keira Knightley, wie sehr viele Movie- und Fashion-Stars, aber auch nationale und internationale Gäste. Was mich besonders freut, sehr viele Gäste aus Österreich haben auch den Weg in das tolle Chinatown, in das Chinatown gefunden, wo eben unter keiner Aufschrift, unter einer versteckten Tür. Also mich hat sogar gewundert, dass sehr viele Menschen aus Wien mich in Chinatown in New York wiedergefunden haben. Seine neue Location liegt im Trendviertel Tribeca, gleich neben dem Lokal von Robert De Niro. Dort, in einem von außen unscheinbaren Gebäude, ist die Theaterbar eine Mischung aus Varieté, unverputzten Ziegelwänden, schweren roten Samtvorhängen und einer erhöhten Bar, auf der die Barkeeper ihre Bühne finden. Obgleich ich Whisky check und du seitdem in USA ich wohne. Amerika, hört's wie makaber. Gleichzeitig treten Sänger, Künstler, Akrobaten oder wie bei unserem Besuch Drag Queens auf. So will Albert Rummer das wilde 80er-Jahre-Feeling New Yorks wieder aufleben lassen. Albert weiß, dass er seine Barkonzepte in Europa nicht verwirklichen könnte, weil... Der Unterschied zwischen Wien und New York ist, dass man 8 Millionen Menschen vor seiner Haustür hat, die eigentlich wissbegierig sind und happy sind für any neue Kreationen oder für einige neue Kreationen, die man auf den Markt bringt. Und das ist das Schöne an New York, dass man Menschen hat, die sich wohlfühlen und die gern Geld für einen Drink ausgeben. In der Theaterbar ist alles anders, alles neu. Wir tauschen die Apothekermäntel gegen eine Bühne, wo die Bartender die Stars sind. Die Bartender sind die Bühne, die Bartender machen die Show. Das ist so, wie wenn der Tom Cruise heutzutage mit 19 oder mit 20 eine Bar führen würde. Es ist eine Mischung zwischen Tom Cruise und Cirque du Soleil. Albert ist längst eine Szenegröße und New Yorks österreichische Community ständig bei ihm zu Gast. So wie Thomas Schauer, einer der besten Food-Fotografen der Welt. Ja, den Albert, den kenne ich ja schon seit Kindheit an. So, wir sind zusammen aufgewachsen in Südsteiermark und dann haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren, haben uns in New York wieder getroffen, eigentlich vor 10 Jahren. Und dann haben wir zusammen gearbeitet auch. Dann hat er die Bar in Chinatown aufgemacht, die Apotheke, in einer Gegend, wo kein Mädchen normal mit High Heels nice getressed irgendwie dorthin gehen möchte. Und er hat wirklich einen Erfolg gelandet. Und jetzt mit dem neuen Menü, Theaterbar, irgendwie wieder einen neuen Schritt weiter und eine neue Philosophie dahinter und mit Entertainment verbunden, mit Cocktails. Und die Bartender sind die Stars an der Bühne. Und ja, sehr, sehr schöne Sache wieder mal. Es lag auf der Hand, dass Thomas Schauer natürlich auch die Fotos von Alberts erstem Buch geschossen hat, das gerade erschienen ist. Ich bin sehr glücklich über diese Theaterbar. Wir haben jetzt seit 3 Monaten offen
und es ist ein Erfolg vom ersten Tag. Es ist nicht nur, dass die New Yorker die Apotheker lieben, sie lieben auch die Artisten und die Show. Und ich bin sehr glücklich über diese Bar. Und auch wenn die Reservierungsliste absolut chancenlos sagt, sie werden reinkommen. Denn Österreicher werden bei Albert Trummer besonders gerne gesehen.